PG Music TV am Vatertag. Wir sind durch, vollkommen durch. Vor allem der Mann hier neben mir. Norbert Bürger, Bürger from Hell. From the Hell. Ja, nicht heiß mal, ich, heiß ich nur in meinem Solo-Programm. Nicht mal das kann ich richten. Mhm. Norbert, es ist sonniges Wetter. Es ist Vatertag. Der Biergarten schreit nach dir. Was ist schiefgelaufen? Warum sitzt du hier rum? Mit einer Gitarre auf dem Schoß. Wunderbar schwarz, passt zu meiner. Was ist schiefgelaufen? Tja, ich weiß nicht, musste halt schon Dixieland spielen im Biergarten um 11 Uhr. Und ja, dann hast du mich ja, als wir telefoniert haben, habe ich, muss ich sagen, vergessen, dass heute Vatertag ist. Und ich hoffe, das weiß dein Sohn nicht. Der wohnt in Graz. Gut, da nehme ich hin. Und sonst wäre ich wahrscheinlich vielleicht jetzt nicht hier, aber das passt schon alles zusammen logistisch. Ich muss halt jetzt langsam schauen, dass ich in den Biergarten komme. Ja. Warum haben wir hier gesessen? Denn Norbert hat schon mit mir live gespielt. Ah ja, richtig. Ja. Er hat mir Gitarrenunterricht gegeben, ein paar Minuten, wo wir fast zusammen gespielt hätten. Das darf man jetzt sagen, am Gärtnerplatz. Ich habe den Job trotz des Unterrichts nicht bekommen. Es lag nicht an ihm. Und heute hat der Norbert glücklicherweise auf einem Lied Gitarre gespielt. Das heißt, das weißt du gar nicht, wie heißt das Lied? Ja, der ist scheiße vorbereitet, oder? Ja, das Lied heißt Everything is not enough. Ja, stimmt. Und wie war es so? Schön, schön. Toll. Ja, was war denn gut? Die Gitarrenlektion. nee, also ich, ja, gut, gute Atmosphäre, also, ja, cool. Norbert, jetzt musst du gleich los trotzdem. Das war gerade mit meinem Fehler Norbert from Hell, das heißt Norbert, nein, Bürger, Bürger from the Hell. Ja. Jetzt sag dir mal kurz, was ist denn das? Du spielst ja nicht nur für mich Gitarre, was mich immer freut, und du hast ja ein richtiges Leben. Was ist denn da los gerade? Mein Privatleben oder was meinst du? Das kannst du uns erzählen, du kannst aber auch hier auf diesem nie dagewesenen spannenden YouTube-Sender, PG Music TV, kannst du mal gucken, wenn dir total langweilig ist, erzählen, was du denn so machst, wenn du nicht bei uns hier sitzt am Vatertag bei schönem Wetter Gitarre spielen musst. Mit deinem da vorne. Ja, das hier zum Beispiel ist auch ein Part meines Solo-Programms. Ah. Und zwar, ja, irgendwann wackelt das halt, dann muss ich heimlich hier wackeln, dass keiner sieht. Das ist mit der rechten Hand, das sieht aber keiner. Und dann wackelt es und ich gehe dann so ganz langsam mit meiner Hand dahin. Oh, jetzt heißt es. Ja, das hat gerade mal nicht geklappt. Und halt die Seite fest. Okay. Was kann ich mir kurz vorstellen oder auch länger in deinem Soloprogramm außer Seiten festhalten und Gitarren unauffällig in Vibrationen bringen? Also ich versuche, jemanden zu spielen, der auch cool sein mag, aber es nicht ganz schafft. Und eigentlich mehr der totale Spießer ist oder ganz steifer Typ, aber er will Rockmusiker sein. Oh, das kenne ich. Ja, ja, das, kennst du das? Den hast du beobachtet. Ja, niemand. Also, ja, ja, ja. Und da gibt es dich zu sehen auf Bühnen. Ja, cool. Ja gut, ich kann also Homepage... www. glaube ich, Bürger from the hell.de. Da kann man sehen, wo ich spiele. Ah, cool. Ja, der Norbert Bürger. Ich würde gerne länger mit ihm plaudern. Allein, er muss los. Biergarten wartet, vielleicht neue Wohnung. Ja, darf ich hier so sagen. Ja, ja, Einweihungsparty ist bereits gebonkt, hoffentlich. Nee, also jetzt ist ein Vorstellungsgespräch mit dem Vermieter. Okay. Dann hat hier noch ein schönes Hemd an, der Spiff wird dir was leihen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Dir drücke ich die Hand, die muss ich wieder drucken wollen. Vielen Dank, dass du da warst. Bitte, bitte, das war mir eine große Freude. Da freue ich mich. Norbert Bürger, Bürger from the Hell, heute bei uns im Laborstudio für Everything is Not Enough. Wir müssen noch ein bisschen was schneiden, aber nicht, weil es nicht schön wurde, sondern weil all das Schöne zusammengepasst wird. Macht ihr das alles? Wir arbeiten jetzt noch hier weiter. Ein bisschen noch, mal sehen, wie viel Kraft wir noch haben. Okay. Euch vielen Dank. Ich hoffe, wir haben was gelernt. Ich zumindest konnte ein paar Gitarrenlicks abgucken. Und passt auf euch auf. Bis denn dann. Vielen Dank. Also die Gitarrenlicks. Ja, schon ganz gut. Ja, aber schon was gemacht. Jetzt, wie war das bei dir, das richtig klingt? Dann nehmen wir das ganz spitze Ding vielleicht noch.
Was war das? Ja, mehr Vibrato und schöneres Gesicht, das kann ich jetzt nicht ändern. Das muss reichen, bevor ich mich noch ausschaue. Das ist natürlich, neben mir sehen fast alle gut aus. Jetzt habe ich alles nochmal herzlichen Dank. Gutes Gelingen, bis denn dann. Und jetzt raus im Biergarten. Wer weiß, wann das Wetter nochmal so schön ist.